Also es gab heute intensive Beratungen in Krems. Ich bin jetzt am Rückweg. Der Bund und die neuen Bundesländer haben sich darauf verständigt, das Schutzalter bei Rauchen anzuheben von derzeit 16 auf 18. Damit ziehen wir international gleich. Es sind nur ganz wenige Länder, die hier noch tiefer liegen. Und man hat sich auch darauf verständigt, dass das Ganze auch nur einen Sinn macht, wenn man dazu parallel auch die Präventionsstrategie intensiv ausbaut und natürlich auch ein Verbot erlässt, was die Abgabe angeht. Also in Summe eine, glaube ich, sehr klare Positionierung, Anhebung des Alters auf 18, aber auch eine verstärkte Prävention. Ich glaube, sonst wird das Ganze auch zu wenig Sinn machen. Also eine Verbotsbestimmung oder Schutzbestimmung alleine reicht nicht aus. Es muss auch die Prävention mit verstärkt werden. Dass sich hier 9 Bundesländer und der Bund einig werden, glaube ich, war eine vernünftige Sache. Und ich habe auch immer gesagt, wenn eine Einigung aller 9 Bundesländer kommt, dann wird, glaube ich, auch klar sein, dass Vorarlberg mit dabei sein wird und hier nicht eine Sonderrolle einnimmt. Es gab auch immer wieder den Vorschlag bzw. den Ansatz, man müsste auch die Automaten, also quasi Stimmverkäufer, verbieten. Wie sieht das hier aus? Ja, die Dinge werden sicher weiter besprochen werden müssen, weil nur mit einem Federstrich im Gesetz alleine ist ja noch nicht erledigt. Aber ich bitte schon, die Aufmerksamkeit auf die Gesamtsituation zu richten. Es macht uns schon etwas Sorgen, um es einmal so zu sagen, was die Gesundheit von Jugend und Kindern angeht, vor allem der Jugendlichen natürlich, wenn wir eine Situation haben, wo gut ein Drittel der 15-Jährigen beginnt zu rauchen. Viele beginnen schon früher mit 12 und 13 Jahren. Wir wissen, da sind wir eigentlich einsame Spitze international betrachtet. Und zuletzt hat auch Prima Haller etwa in Vorarlberg sehr deutlich gesagt, welche negativen Auswirkungen das hat. Also es geht in Summe natürlich um Jugendgesundheit. Es geht darum, Gesundheitsschäden zu verhindern. Ich weiß, dass auch mancher sagen wird, naja, die Bestimmung alleine wird es nicht bringen. Man muss mehr tun, das stimmt auch. Aber wir müssen einfach Schritte setzen. Man kann jetzt nicht ewig zuschauen, wie das Rauchen schon in sehr jungem Alter beginnt. Und die Abhängigkeit vom Rauchen, die ist halt bei einem frühen Eintrittsalter einfach noch stärker. Das sagen uns die Experten, das sagen uns die Mediziner. Wir müssen beginnen, gegenzusteuern. Unterm Strich geht es um Jugendgesundheit. Es geht darum, schwere Schäden für später zu verhindern. Es geht darum, ein Suchtverhalten zu unterbinden. Und das hat schon viel zu tun mit dem Einstiegsalter. Wenn wir ein bisschen über Österreich auch hinausschauen, dann kann man sagen, bei internationalen Studien wird festgehalten, dass Rauchverbot im Lokal ein höheres Alter beim Eintritt, also ein höheres Schutzalter bei 18 und die Präventionsmaßnahmen, die Bewusstseinsbildung, wenn das in Summe gut gemacht wird, dann kann man über Jahre auch etwas erreichen. Und am Ende muss man sagen, wir wollen ja nicht die Jugendlichen plagen, sondern wir wollen ihnen sagen, am besten über Bewusstseinsbildung, frühes Rauchen ist gefährlich und macht abhängig und es löst schwere Schäden aus. Und daran muss man eben auf allen Ebenen intensiv arbeiten. Prävention ist, wie Sie sagen, wichtig. Nun, gibt es da schon Ideen, Ansätze, wie eine verbesserte Prävention ausschauen könnte? Also ich glaube, in Vorarlberg fällt das schon auf einen guten Boden. Wir sind mit der SUPRO bei uns. Andreas Brenn ist da dahinter gut aufgestellt. Der Prima Haller ist ein ausgewiesener Experte, der ja auch ambulante Angebote zur Raucherentwöhnung anbietet. Insgesamt dort sehr gut Bescheid weiß, auch was internationale Entwicklungen betrifft. Also ich meine, wir haben die besten Experten ja auch im Land und vor Ort. Wenn der Bund sich jetzt noch einbringt, Länder untereinander sich austauschen und versucht wird, eine gemeinsame stärkere Prävention und Bewusstseinsbildung zu erzeugen, vielleicht auch durch stärkere Vorbildwirkungen, dann glaube ich, kann das eigentlich nur helfen. Vorarlberg ist hier relativ gut vorbereitet auf eine solche Arbeit. Die Prävention im Lande wird intensiv betrieben. Aber wir dringen zu wenig durch und wir müssen ja auch wissen, das muss man verstärken. Das beste Vorbild für Jugendliche sind im Übrigen immer noch die Eltern. Also dort, wo zu Hause viel geraucht wird, beginnen natürlich auch schon früh Jugendliche zu rauchen. Das ist beim Alkohol so und das ist beim Rauchen eigentlich auch so. Also wir Erwachsene sind ja auch gegenüber unseren eigenen Kindern und Jugendlichen aufgefordert, dann und wann mit gutem Beispiel auch vorauszugehen. Die Vorbildwirkungen sind intensiv, insbesondere bei Eltern, das weiß man aus allen Studien. Insgesamt haben wir nun, da wir uns, wie Sie sagen, ja, das internationale Niveau mit der Erhöhung des Mindestalters anpassen, die etwas paradoxe Situation, dass wir Jugendlichen mit 16 zutrauen, für das Allgemeinwohl zu entscheiden und zu wählen,
aber weder zutrauen zu rauchen noch schweren Alkohol zu konsumieren. Ist das nicht etwas paradox, ihnen das eine zu verweigern, aber das andere zuzutrauen? Also das Argument höre ich öfters, aber wenn man schaut, welche Rechte und Pflichten Jugendliche haben und dann auf die Altersgrenzen schaut, dann werden wir ziemlich schnell feststellen, das ist in der Tat sehr unterschiedlich. Man kann ja fragen, wann darf ich einen Führerschein eigentlich machen, wann bin ich geschäftsfähig. Dann haben wir beim Alkohol unterschiedliche Bestimmungen, die wir ja auch für richtig halten, etwa gebrannter Alkohol erst ab dem Jahre 18, ansonsten ab 16. Also da haben wir auch einen Altersunterschied. Dann haben wir beim Wählen einen Unterschied drinnen. Also ich muss das vielleicht so formulieren, vom Jugendlichen zum Erwachsenen gibt es nicht eine einzige Altersgrenze, sondern es wird hier immer verschiedene Betrachtungsweisen benötigen. Ich halte es ehrlich gesagt für ein eher schwaches Argument. Wenn man jetzt Wählen mit Rauchen vergleicht, genauso könnte man die Volljährigkeit mit der Geschäftsfähigkeit oder mit den Alkoholverboten oder mit anderen Bestimmungen vergleichen. Da sind die Gesetze bei Gott nicht einheitlich. Und ich glaube auch, das entspricht nicht dem realen Leben. Es gibt nicht eine einzige Altersgrenze, wo man sagen kann, da ist jetzt für den Jugendlichen an Rechten und Pflichten alles geregelt. Da kennen die unterschiedlichen Gesetze ja unterschiedliche Altersgrenzen. Und da sind schon Unterschiede, ob ich jetzt wählen gehen darf oder ob ich eine Raucherbestimmung einführe. Unterm Strich braucht es immer viel an Stärkung, an Eigenverantwortung in beiden Fragen, sowohl beim Wählen als auch beim Rauchen natürlich. Nun heißt das, bis zum Mitte Sommer, also bis Juni, Juli, soll das neue Gesetz kommen mit dem Rauchen ab 18. Gilt das auch für das allgemeine angepasste Jugendschutzgesetz als einheitliches oder ist das noch in weiterer Ferne? Also die Länder haben sich jetzt darauf verständigt, es einheitlich machen zu wollen. Der Bund unterstützt das mit. Es wird ein Jahr Zeit eingeräumt, darauf haben wir uns verständigt. Damit können die Bundesländer jetzt auf ihre Landtage zugehen und auch die Gesetzesänderungen herbeiführen. Für Vorarlberg gilt das auch. Der grüne Koalitionspartner im Land hat eine Zustimmung signalisiert. Damit wären wir in der Lage, das auch relativ zügig zu ändern. Bei der letzten Jugendgesetznovelle im Land haben wir Einstimmigkeit erzielt. Ich habe das für einen wirklich guten Schritt gehalten, dass die Parteien des Landtages einstimmig sagen, wie ein Jugendgesetz im Land sein soll. Das heißt, ich will jetzt nicht drüber fahren, hat keinen Sinn, sondern mit allen Fraktionen die nächste Zeit ins Gespräch kommen und auch die Präventionsexperten einmal zusammenrufen und schauen, was wir dort ergänzen müssen und dann in eine Beschlussfassung gehen. Das gehört sauber vorbereitet, gut besprochen. Und dann auch beschlossen, wenn ein guter Wille da ist und in Vorarlberg glaube ich eher, dass das vorhanden sein wird und klar ist, dass wir den gleichen Weg gehen wie alle anderen 8 Bundesländer und wie auch international üblich, dann können wir das relativ zügig abhandeln.